Hallo, schön, dass du heute bei meiner Sendung wieder dabei bist. Glaub an dich und mach dein Ding. Das Thema, das wir heute kurz besprechen werden, ist ein ganz spannendes, hochinteressantes Thema, das uns eigentlich durch unser Leben begleiten darf, wenn wir verstanden haben, was genau für eine Tiefe und für eine Wichtigkeit dieses eine Wort hat. Und zwar dieses Wort, über das wir hier sprechen, Disruption. Disruption kommt aus dem Englischen von disrupt und heißt zerstören. Wenn du Raumschiff Enterprise gesehen hast, weißt du, wenn die Klingonen mit ihren Schlachtschiffen immer kamen, mit ihren Schlachtkreuzern und die Disruptoren eingeschaltet waren. Also das waren diese Zerstörungskanonen der Klingonen. Und das Wort Disrupt, Zerstörung, ist eigentlich in unserem Sinne erstmal negativ, weil alles, was mit Zerstören zu tun hat, ist das Gegenteil von aufbauend. Zerstören verbinden wir mit Vernichten, mit Kaputtmachen, mit Zerstören. Und was das Positive an der Disruption ist, das werde ich dir heute kurz erklären. Ich habe ein Gespräch gehabt vor einigen Wochen mit einem alten Bekannten von mir, den ich getroffen habe. Dem geht es im Moment sehr, sehr schlecht. Der hat große seelische Probleme, hat Probleme auf seiner Arbeit, hat Probleme mit seiner Frau, hat Probleme mit sich selber. Hat er mir erzählt, wir haben Spaziergang gemacht und er sagt, naja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Gedanken kreisen, die drehen sich immer wieder und ich bin in privaten in Schwierigkeiten, ich bin mit meiner Frau in Schwierigkeiten, ich bin mit meinen Kids in Schwierigkeiten, ich bin mit meinem Job in Schwierigkeiten. Alles ist für mich nur noch schwer geworden. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Und dann habe ich gesagt, du darfst einige Dinge in deinem Leben jetzt wirklich komplett verändern. Nur wie schaffe ich das, hat er gesagt. Ich habe gesagt, durch Disruption. Disruption ist der Weg zur Veränderung. Hat er gesagt, was heißt Disruption? Disruption heißt Zerstörung. Ich kann doch nichts zerstören. Er sagt, doch, genau das kannst du. Und jetzt spitz deine Ohren. Und das ist wichtig. Disruption heißt Zerstören. Das Problem ist, die meisten Menschen, ich nenne es den Bujaga-Effekt, das haben wir schon immer so gemacht, machen ihr Leben täglich so, wie sie es gestern gemacht haben. Es kommt keine Veränderung rein. Und wenn sie irgendeine Veränderung probieren, scheitern sie meistens, weil das klappt nur kurzfristig und dann holt sie das alte Leben wieder ein, die alten Gedanken holen sie wieder ein und dann machen sie alles wie vorher. Genau das ist ein Thema in vielen Unternehmen heute. Unternehmen machen alle Dinge seit Jahren gleich und wenn Veränderungen kommen, die von außen irgendwo auf sie eindringen, wo wirklich Reformen in einem Unternehmen notwendig wären, was machen sie oft? Nichts. Deswegen gehen Unternehmen kaputt und pleite, weil die Leute sich nicht darauf einstellen können. Und jetzt ist die Disruption wichtig für dich. Disruption heißt, das habe ich meinem Bekannten dann erklärt, ich habe gesagt, pass auf, wenn du was verändern willst, musst du etwas zerstören, und zwar deine alten Gedankenwege, deine alten Ideen, die du in deinem Kopf hast, die musst du komplett vernichten, zerstören, wegschießen. Du musst wie einen Wasserschlauch nehmen und musst das Zeug wegspritzen, das wie nur Matsch wegspritzt. Alles ist irgendwo verdreckt, du hältst einen Wasserschlauch drauf und spritzt das 5 Minuten lang komplett sauber. Und das darfst du auch in deinem Leben machen. Disruption brauchst du. Du musst alte Gedankengänge oder du darfst alte Gedankengänge zerstören, um Neues in deinen Kopf zu lassen. Hast du in deiner Beziehung Probleme? Musst du die alten Gedankengänge, die du bis heute gedacht hast, deine ganzen Ideen und Erfahrungen in deiner Beziehung, musst du zerstören, um Neues in den Kopf zu lassen, um offen zu sein für Neues. Deswegen brauchst du dieses Wort Disruption, Zerstörung. Und das ist in dem Sinne super positiv, weil alte, eingefahrene, festgefahrene Ideen, Gedanken, Lebensideen, wie du mit deiner Partnerschaft umgehst, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wenn du anfängst, die zu zerstören, ist dein Kopf frei und du kannst was Neues aufbauen. Und das Gleiche kannst du übertragen auf die Behandlung mit Kindern. Wenn du mit deinen Kindern nicht klarkommst, zerstöre deine alten Gedanken, die dich ja dahin geführt haben, wo du heute bist. Zerstöre sie, puste sie weg. Und in dem Moment, wo du neue Gedanken in deinen Kopf reinlassen kannst, hast du die Möglichkeit, Dinge wirklich blitzschnell, radikal und positiv für dich zu verändern. Also ist in dem Sinne das Wort Disruption gleich positive Veränderung. Und dann check dich mal
Und man kann dann sagen, ja, das hört sich alles gut und schön an, wie soll ich das machen? Sage ich, ja, zerstöre deine alten Gedankenmuster, die dich schaden, die dich blockieren, die dich hindern, die dich behindern, eine glückliche Beziehung zu führen, die dich behindern, mit deinen Kindern gut umzugehen, die dich behindern auf deiner Arbeit. Ja, meine Arbeit macht mir keinen Spaß mehr, das kam dann raus, sage ich, dann mach was Neues. Auch hier ist Disruption wichtig. Zerstöre die alten Gedanken, dass du an deiner Arbeit festhalten musst und es nichts mehr Neues gibt in deinem Leben, wenn es dich unglücklich macht. Such dir was Neues, such dir neue Möglichkeiten. Kannst du aber erst, wenn du disruptiv denkst. Wenn du bereit bist, deine Gedanken, die alten Gedanken, nicht nur zu verdrängen, sonst kommen die wieder zurück. Du musst die zerstören. Du musst sie vernichten. Und in dem Moment, wo alte Gedankengänge vernichtet sind, hast du die Möglichkeit, du hast Platz geschaffen in deinem Herzen, in deinem Gehirn, in deiner Seele, Neues zu dir zu lassen. Leuchtet ein. Und das Gleiche gilt für ein Unternehmen, wenn du ein Unternehmen leitest. Und ich habe vor kurzem, bin ich gefragt worden, hier, wir brauchen Hilfe. Ein Freund von mir hat ein Kosmetikunternehmen gekauft, das hat 30 Mitarbeiter, ist so am Hindümpeln und sie sind dabei, so langsam rote Zahlen zu schreiben. Ich habe gesagt, hier, ihr müsst das alles verändern, ihr müsst Online-Marketing machen. Ja, wie Online-Marketing? Blödsinn. Wir können das nicht, wir haben das seit Jahren schon so gemacht. Wir brauchen kein Online-Marketing. Du kannst keine Kosmetikartikel über Online verkaufen. Also natürlich, die ganze Welt verkauft online. Amazon verkauft alles online. Wieso ihr nicht? Und dann haben wir angefangen, Dinge zu verändern, Wege zu verändern und plötzlich klappt das anders. Plötzlich kommen Bestellungen rein. Und jetzt ist die große Frage für dich und für dein Leben. Was ist mit deiner Beziehung? Was ist mit deinem Job? Was ist mit deinem Unternehmen? Bist du bereit, disruptiv zu denken? Bist du bereit, alte Gedankengänge zu zerstören? Alte Mechanismen, die eingefahren waren, wirklich zu zerstören? Nicht nur abzugrenzen oder mal was Neues zu probieren, sie zu zerstören. Dadurch schaffst du Platz für Neues in deinem Herzen, in deinem Gehirn, in deiner Seele, in deiner Firma, wo auch immer. Und dann hast du die Chance, in deinem Leben einen kompletten Neustart zu machen. Wenn also Dinge nicht funktionieren, sie dich nicht glücklich machen, im Gegenteil, sie dich unglücklich machen, sie dich negativ stimmen, dann benutze Disruption, Zerstörung, vernichte alles Alte an Gedanken, an eingefahrenen Wegen, an eingefahrenen Bahnen, dann kommt Neues in dein Leben und du hast die Chance dadurch, ganz schnell dir ein neues Lebensgefühl, ein neues Lebensglück, eine neue Happiness aufzubauen, ein Happy Life aufzubauen. Und das ist der Weg, wo du hin darfst. In meiner Happy Life University, in der HPU, wird das unterrichtet. Ich helfe Menschen, ich helfe Unternehmern und Führungskräften, im Burnout und in Depressionen mit Raketengeschwindigkeit in ein Happy Life reinzukommen. Dort benutzen wir das, Disruption. Die Leute gehen zum Arzt, Leute haben Probleme, haben mentale Probleme, sind im Burnout, sind in Depressionen, in tiefsten Problemen. Was bekommen sie? Tabletten. Was bekommen sie? Sinnlose Therapien, die alte Dinge aufarbeiten. Nein, du musst ja disruptiv arbeiten. Disruptiv heißt, du musst bereit sein, alte, eingefahrene Bahnen zu verlassen, die zu zerstören, sie wegzuputzen. Und dann hast du die Chance, mit einem offenen Herzen, einem offenen Geist, was Neues zu machen. Und deswegen lege ich dir heute ans Herz. Denk ab heute disruptiv. Zerstörung ist nicht positiv. Zerstörung ist in dem Sinne total negativ. Denn du hast die Möglichkeit, dir dadurch ein komplett neues, cooles, schönes Leben zu erschaffen, ein Happy Life. Und das ist das, was eigentlich jeder von uns verdient hat. Es war schön, dass du heute bei meiner Sendung warst. Mach dir bitte darüber Gedanken, schau es dir 2-3 Mal an und mach dir Notizen. Fang an, disruptiv zu denken und du wirst sehen, du wirst sofort innerhalb von ganz kurzer Zeit auf ein neues Level kommen. Hat dir meine Sendung Spaß gemacht? Freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Like. Abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Glaub an dich und mach dein Ding und gib voll Gas im Leben. Wenn du Interesse hast, besuch mich auf meiner Webseite happylifeuniversity.de und da kannst du einiges noch erfahren, wie du aus Schwierigkeiten, aus Burnouts, aus Depressionen relativ einfach rauskommst. Das ist meine Aufgabe, eine meiner Aufgaben in meinem Leben, Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind, disruptiv zu sein, alte Gedanken abzubauen und Neues ins Herz zu lassen. Ich freue mich nächste Woche mit dir hier bei Glaub an dich, mach dein Ding, dein Klaus Dingelt, dein Komm gut durch die Tage und denke disruptiv.